Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Opa zockt Parkitect. Wir wollten eine Mini-Achterbahn bauen für die Kiddies. Und zwar so ein Ladybug von. Steht da nicht dran. Kann ich denjenigen auch nicht erwähnen. Das tut natürlich leid für denjenigen. So, hier unter der links vorbei. Zack, zack. Ich muss euch leider den Weg noch mal kurz kappen, weil die Warteschlange erst noch rein muss. So und so. Zack, zack und nach hier. Dann nehmen wir für den 2. Zack, 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 zack. Und auch hier den Weg verlängern. Wir öffnen das Teil erstmal. Was nehmen wir denn für den? Ah, nehmen wir 1,50. Dann nehmen wir hier auch noch 1,50. So. Oh nein, die Miniatureisenbahn ist kaputt. Torbellon ist kaputt. Das ist schlecht. Sogar sehr schlecht. So, das Ding hier ist wieder nicht voll. Obwohl hier wirklich alles voll steht. Da ist wieder einer eingeschlafen auf dem Weg dahin. Das gibt's doch nicht. So, hier wird's auch noch nicht besser. Könnten wir noch mal ein paar mehr Leute nach hier hinten locken. Nur wie? Da ist schon eine Mini-Achterbahn gelaufen. Kriegen wir hier hinten noch irgendwas Großes hin? Vertical Drop Coaster. Wie sieht denn der hier aus? Der ist heftig. Wenn wir den vielleicht doch hier reinbekommen. Eventuell. Wie viele Leute sind denn hier drin? Oh, na, komm, hier. Da so. Du machst mal hier nichts, wir nehmen dich mal weg, nachdem du da drin warst. Die beiden wollen wir mit. Habt ihr Glück gehabt? Wolltest du auch noch mit? Wollten wir noch mit? Will noch mit? Dann jetzt schnell, bevor das Ding abgerissen wird. Ihr beide wollt noch, dürft ihr noch. Du willst noch, du willst noch, du willst noch. Du läufst hier gerade auch so zielstrebig hin.
Das Ding ist so voll. War's. Das war's für euch. Die letzte Fahrt.715 Leute im Park. Und die Parkbewertung wird besser. Na ja, gut, 67 Euro. Ja, die meckern alle rum, dass die mehr Geld ausgeben würden für das, was uns hier erwartet. Aber ich möchte ganz ehrlich im Moment nicht mehr Geld den Leuten abknüpfen, weil sie ja hier auch sehr viel bezahlen müssen. Mittlerweile schon zwei drin, da warten die nächsten. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier den Vertical Drop Coaster reinbekommen. Weg damit. So, Vertical Drop Coaster. Na, da finden wir den natürlich nicht. Und zwar den von KMAC09. Kriegen wir natürlich hier nicht dran, ohne die Eisenbahn umzubauen. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich muss hier mal abreißen. Was war das hier mit alles weg? Mal hier. Kommen wir rein. Nein. Ja. Nein. Auch falsch. Noch ein weiterer. So ist richtig. So, kriegen wir das Ding jetzt da rein. Lade mal bitte. So kriegen wir es auf alle Fälle rein. Mit einem etwas größeren Wartebereich. Ich glaube, es auch erstmal kann die Miniatur erstmal wieder aufmachen. Jetzt passen wir hier den Wartebereich rein. So, den Wartebereich haben wir schon mal und jetzt noch einen Ausgang. Und das Ding machen wir wieder ein bisschen teurer. Erstmal auf 3. Und starten. Oh, das war laut. So, jetzt haben wir natürlich ordentlich ausgegeben. Aber es laufen sofort die Leute rein.
Oh, aber wirklich gerade nach oben hier. Und hier massiv runter. Über Kopf. Also das Ding sieht natürlich deutlich besser aus und läuft flüssiger als meins. Über Kopf darüber. Hier nochmal hoch, da lang, da lang. Jawohl. Das Ding sieht gut aus. Stehen immer zwei in der Station. Und wenn der dritte kommt, der kann sich. Das heißt, die müssen nicht warten. Das wird auf jeden Fall besser werden. Mittlerweile 724 Leute im Park, aber wir haben natürlich jetzt gerade auch mal 8000 Euro oder 8000 Dollar sind es ja, sind wir im Miesen. Und unser Personal scheint nicht mehr hinterher zu kommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Darf noch mal ein, darf noch mal ein, darf noch mal ein. Und davon haben wir 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3. Neues Personal. Muss auch sein. Dadurch erhöhen sich natürlich unsere Kosten. Hier natürlich mit 13.000. Parkeintritt 240. Fahrgeschäfte, ja gut, klar. Essen, Getränke, Shop Admissions. Lieferung. Sieht aber ganz gut aus. 711 Leute im Park. Verlässt gerade eine ganze Ecke wieder im Park. Und das, obwohl wir gerade eine riesengroße neue Achterbahn gebaut haben. Das ist noch nicht so das Wahre. Fünfzehn Leute. Das wird eine ganze Zeit lang dauern, weil hier hinten ist auch einfach noch keiner, der hier vorbeikommt. Das kommt also, das ist. Es bewegt sich alles im Moment hier so auf dem Bereich hier. Deswegen ist auch, sind auch die Wagen schon gut gefüllt. Besonders hier. Sieht auch ganz gut aus. So kommen die Howlite so langsam hinterher. Es verlässt jetzt auch gerade wieder eine ganze Ecke den Park. Und das ist weil. Müll. Immer der Müll. Müll, Müll, Müll. So.
soweit es auch gereicht. Gut, okay, jetzt verstehe ich das auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute nochmal dazu. Du gehst mal dahin. Du gehst auch mal dorthin. Guck mal, was ihr hier machen könnt. Für die dreckigen Wege. Shopzone. Wir holen mal alle in die Shopzone hier rein. Weil dort scheint doch sehr viel zu sein. Dann gucke ich mal nach dort. Hier hinten ist alles in Ordnung. Transportiert Müll. Ihr seid hier alle gut am Reinigen. Ist auch einer am Reinigen und noch mehr am Reinigen. Also jetzt haben wir zwei Leute in der Shopzone. Die sollten ja wohl jetzt reichen, diesen kleinen Bereich hier vorne sauber zu halten. Oder etwa nicht. Noch am Reinigen oder fegen oder machen. Da ist jetzt weg, da ist weg, da ist weg, da ist weg, 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 weg und weg. Aber hier ist noch rot. Da ist aber nichts. Ah, okay. War nur ein Anzeigefehler. Okay. Hier oben ist noch rot. Du bist da aber noch gerade heftig am Reinigen. Reinigen und putzen. Es wird gefegt und gefegt. Jetzt ist das alles auch weg. Perfekt. Also jetzt haben wir wirklich gar keinen Müll mehr hier. Bewertung sollte jetzt von... 4%. Es geht noch weiter runter. 4,36. Noch weiter runter. Oder werden die Parkbewertungen immer erst dann abgegeben, wenn sie den Park verlassen? Das ist eine interessante Frage. ...3,2%. ...3,05%. Und es geht noch weiter runter. Aber die sagen alle, die Preise, die Preise, die Preise. Oh je, oh je. Also das Ding hier. Da gehen wir jetzt mal auf 4.
Wenn ich mir das so angucke, 344 Gäste. Und das Ding ist noch nicht so alt. So, hier hinten fahren jetzt schon mal drei Leute. Es wird also auch leicht besser. Achso, haben wir den V gedrückt. Hier ist auch gut besucht. Die Warteschlange ist voll. Also da, wo es jetzt halt so extrem voll ist. Zum Beispiel bei der Rutsche. Da erhöhen wir jetzt die Preise. Gehen Leute trotzdem noch rein. Gehen trotzdem noch rein. Okay. Und hier wird auch weiter reingegangen. Ja, richtig. Wir sind jetzt auf unter 700 Leuten gefallen. Jetzt meckern sie schon hier rum wegen dem Müll. Aber anscheinend haben wir den Müll jetzt im Griff. Dann ist doch gut. 1300, davor waren wir 1100, glaube ich. Ne, auch 1300. Weil die Gehälter jetzt bei 656 sind. Das können wir uns aber noch erlauben. Die Fahrgeschäfte sind leicht gesunken. Aber ich denke mal so 1300, das ist in Ordnung. 660, die Leute verlassen fluchtartig den Park. Aber da kommt jetzt der nächste Schub. Prices. Jetzt ein bisschen gefallen wieder. Experience ist auch gut dabei. Dann können wir ja schon mal in der Zeit gucken. Ne, die Folge ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich war auch mal und sage ciao, bis zum nächsten Mal.